was läuft. Was ist da? Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich bin einfach mal in die Teergrube gefallen, wenn das eine darstellen soll. Boah, reinfallen wollte ich aber wirklich nicht. Okay, ich habe nicht viel verpasst, aber ich habe jetzt Schaden gekriegt, was eigentlich total unnötig war. Hä? Ach, das ist eine Statue. Deswegen kann sie nicht sterben. Wäre aber irgendwie cool, wenn die das da schon eingebaut hätten. Okay. Hinter dieser Tür sind Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel davon ausgeht, dass ich da erstmal reingehe, aber ich gehe erstmal hier rum. Ich höre Fallen. Da ist ein Knopf. Was bewirkt... Hi! Da müsste... Ich hoffe, ich krieg wieder ein paar von dieser... Von diesen Munition. Was ist hier? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Fallout, wie das hier aufgefahren ist. Das ist ja cool. Hier gehe ich jetzt aber gerne rein, weil das scheint ein geheimer Bereich zu sein. Da hinten ist noch einer. Sehr schön. Oh, hier kann ich sogar tauchen? Okay, warte. Die hüpfen erstmal im Wasser. Der ist weg. Der auch. Ah, da ist ja noch einer. Wie viel? Okay. Deckpfeile. Hier ist auf jeden Fall mal irgendwer begraben worden. Tut ja nicht Amu. Vielleicht. Aber es sieht mir so ein bisschen... So vom Baustil her sieht das so ein bisschen aus wie bei den Inka. Finde ich jetzt. Es kann auch sein, dass ich den Baustil irgendwie gerade komplett falsch im Kopf habe. Aber es wirkt tatsächlich so. So, wo muss ich denn... Achso, ja, ich muss jetzt tauchen, ne? Okay. Yippie! Okay. Hier bin ich jetzt also nur reingegangen, um, ich sag mal, die Triforces zu holen. Okay, da ist wieder jemand gespawnt. Oh, scheint schon tot. War doch nicht tot. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Hab ich irgendwas übersehen? Nö, hier ist nix. Okay, dieser Weg hier war also eine Sackgasse. Es war also ein geheimer Bereich. Ich finde das gut, dass sie das früher immer eingebaut haben. So Wege, wo man eigentlich gar nicht hin muss. Was das Spielerlebnis dann doch noch ein bisschen verschärft. So, mal gucken, wo kommt man denn hier hin? Erstmal zu einem, der mit dem Blasrohr versucht zu schießen. Boah! Was ist denn das hier? Okay, da kriegen wir ein volles Leben. Aber da muss ich irgendwie anders rein. Bestimmt hier hin. Hier hinten? Ja. Oh! Da habe ich jetzt gerade ein bisschen viel mitgeschossen. Was? Okay, der ist tot. Da oben gibt es eine Tech-Rüstung. Kann das sein? Das kann nicht nur so sein, das ist bestimmt auch so. Hier ist aber kein Schalter, ne? Was ist das? Okay, wir werden hier höchstwahrscheinlich wieder vorbeikommen. Wenn wir durch den Hauptraum gehen. Jetzt müssen wir also tatsächlich hier rein. Oh mein Gott, das wirkt, das ist wirklich wie die Katakomben. Ich habe nicht mehr so viel Schuss. Wie viel der einfach aushält. Okay, da geht einfach mal ein Gang auf. Hier kriege ich ein Maschinengewehr.
Da geht's einfach mal meilenweit runter. Warum auch immer. Erstmal die Hälfte dran vorbeigeschossen. Was ist das? Okay, hier müssen wir bestimmt irgendwas machen. Und hier fährt dann letztendlich ein Tor hoch oder so. Mal sehen, was ist, bewirkt denn dieser Knopf hier? Tatsächlich. Ho! Das ist eine Tür! Wer geht denn davon aus? Dass das einfach eine Tür ist? Okay, den konnten wir gerade so erschießen. Na! Ho! Okay. Verliert er noch was? Ja, er verliert was. Hm. Ich nehme mal die Pistole gerade zur Hand. Ho! Na super. Nehmen wir mal den Tech-Bogen. Wobei, das sind ja hier nur Tech-Pfeile. Das ist ja ein normaler Bogen hier. Okay, wähle links oder rechts. Wir gehen diesmal links. Was ist das denn? Minigun-Munition. So sehen die also aus. Wo sind denn hier meine Gegner, du? Hier ist ein versteckter Bereich, sozusagen. Jetzt will ich mal eben gerade gucken. Wenn ich hier... Boah! Das ging gerade gut. Hier kommen wir zum Leben. Okay. Warum kann ich hier mehrere Wege gehen? Ho! Ist ja einfach mal ein Flammeninferno. Ho! Da auch. Laufen. Der da. Uah. Hilfe. Was? Die Flammen haben mich nicht erwischt? Voll gut. Nein, da kann ich hochklettern. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem hier mal im Kreis, damit ich da hinten die Sachen bekomme. Ist natürlich auch ein bisschen Feuer. Und jetzt durch. Der hat mich erwischt. Ist hier noch irgendwo einer? Da. Und ich bin Terra-Dor. So. Das hat schon mal geklappt. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Leben, ne? So, Minigun. 500 Schuss. Das ist nicht schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin mal gespannt, was wir damit reißen können. Ach, ich muss da oben so herumlaufen. Naja, gut. Aber ich kann jetzt immerhin noch sagen, das war so geplant, weil ich habe ja noch... die letzten Triforce geholt, die da unten waren. Die hatten wir sonst übersehen. Wow. Okay, bei dem Feuer... Egal, ich laufe da jetzt einfach durch. So, jetzt holen wir uns die. Was war das gerade für ein Geräusch? Ach so, ich habe ja die Minigun im Moment in der Hand. Ach, und ich soll da ins Portal hüpfen. Gut, speichern wir mal hier. Und Geronimo! Wo bin ich jetzt? Ich wüsste jetzt mal gern, was passiert wäre, wenn ich den anderen Gang gegangen wäre. Okay, ich muss jetzt sehr viele Knöpfe drücken, anscheinend, um hier weiterzukommen. Die Frage ist nur, wo muss ich lang? Hier gibt's Tech-Pfeile. Gehen wir mal hier runter. So, da sind wir diese Hüppe-Flö! Mit Fetti, Fett, 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 Fett. Fetti, Fett, Fett, Fett. So. Er ist weg. Er kotzt sich noch aus. Das finde ich gut. Gibt's hier noch was? Hier ist ein Knopf. Knopf? Was hat der jetzt bewirkt? Ich kann hier doch einen Knopf drücken.
Und hier noch ein Knopf. Ach, hier ist was aufgegangen. Was ist das? Hier kriege ich erstmal Tech-Pfeile. Aber wir sehen, ein Knopf fehlt noch. Das ist der hier. Wo springen die denn jetzt alle lang? Ach, die sind alle schon da unten. Okay, wo komme ich jetzt hier raus? Oh, verdammt, ich bin abgestürzt. Los! Der hat mich irgendwie nicht bemerkt. Finde ich voll gut. So. Okay, die können da sogar wieder hochkraxeln. Ich aber nicht. Oha! Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine sehr gute Entscheidung für mich, Turok zu spielen. Oha! Auch wenn das vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Aber... So, geh weg! Aber dann müssen halt die Leute, die sich dafür nicht interessieren sollten, bei uns dann auch nicht gucken. Was war das denn? Ne, ist ja gerade in 1000 Teile zerfetzt. Ist das krass. Die Türen gehen wieder zu. Okay, liebes Spiel. Dann gehe ich da trotzdem nochmal rein. Weil ich jetzt nicht geguckt habe, was mir das hier bringt. Granaten. Ein Leben. Und hier sogar noch Explosivmuni. Wenn ich da reingehe, wo komme ich raus? Okay, ich komme hier wieder raus. Sehr schön. Das hat sich schon mal gelohnt, da zu gucken. Jetzt ist nur die Frage, mit welcher Waffe... Okay, das fällt ja fast gar nicht auf. Okay, wir können nur bis 250 Leben uns hochheilen. Mit den silbernen. Ich dachte eigentlich, das geht noch bis 300. Es geht bestimmt auch. Wo muss ich denn... Mit der Pistole zu schießen, ist es vielleicht nicht das Beste. Hi! Alte Socke. Oh Mist. Jetzt habe ich den Fall gespannt. Ein Schamane. Okay, das ging ja noch. Hier habe ich ein Unbesiegbarkeitsteil, oder? Geistige Unbesiegbarkeit. Na gut, dann wollen wir mal da reinlaufen. Ins Getüpp... Mel. Also so Zeitlupen sterben ist irgendwie cool. Ja. Da gehen ja wieder Türen auf. Oh Gott, jetzt klingelt mein Telefon. Kleinen Augenblick mal kurz. What? Jetzt schon? Ja, aber Moment noch. Ich muss erstmal einen Speicherpunkt finden. Jo. Tschüss. So, da bin ich jetzt wieder. Wahrscheinlich habe ich mich gerade beim Hinsetzen wieder eingeblendet. Ich weiß es nicht. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann muss ich gleich ein Aufnahmepäuschen machen. Die Frage ist jetzt nur... Wo muss ich hin? Ich muss da runter bestimmen. Ah! Toll! Zwei auf einen Streich. Hier ist das Portal. Es wäre jetzt mal schön, wenn das wieder käme. Ich will nämlich wissen, was es da so alles gibt. Okay, die Tür. Das hat schon mal funktioniert. Los, Portal, komm! Sonst kommst du doch immer, wenn ich da gerade so stehe. Ja, da ist es. Yippie! Okay. Da bin ich jetzt... Oh! Wollte ich da jetzt eigentlich schon rein?
Und wir nicht. Doch, ich muss da rein. Okay. Tauchen, tauchen, tauchen. Ich muss mich natürlich ein bisschen beeilen, sonst ersaufe ich hier noch. Okay, jetzt sind die Abstände größer. Wir wollten es ja einfach mit diesen Abzeichen nicht übertreiben. Wann komme ich denn hier wieder raus? Wie lange Turok die Luft anhalten kann, ist ja schon mal schön. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich ersaufen. Na los! Oh, wo ist denn hier der Ausgang? Das ist doch nicht wahr! Da geht's hoch! Na los! Schwimmen! Oh, bist du bald! Wie lange der die Luft anhalten kann? Also ich glaube, wenn ich da geschwommen wäre, ich wäre schon längst ersoffen. Das meine ich jetzt. Das meine ich jetzt ein bisschen mal purer Ernst. Boah. Was? Natürlich. Achso, die Tür geht wieder auf. Das finde ich ja schön. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hier ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse. Okay. Da auch. Nee, da bin ich hergekommen. Ich bin da... Ich weiß so echt langsam nicht mehr, wo ich hier überhaupt bin. Da ist ein Knopf. Ho! Was? Du lebst? Achso, das ist ein anderer noch. Der stand in dem Gegner. So, was macht dieser Knopf? Irgendwas hat sich gerade geöffnet. Ich weiß nur irgendwie gerade überhaupt nicht, was. Okay, ich habe schon längst die Übersicht verloren. Ist mir gerade vollkommen Latte. Macchiato. Oh, da ist ein Gegner. Was ist das denn? Schockwellenwaffe. Was? Was? Moment. Was ist das? Ich glaube, ich muss das gleich mal ausprobieren. Ich kenne die auch nicht mehr. Bisschen irre. Ich dachte zumindest, die Waffen kennst du noch, aber... Das Ding kenne ich jetzt gar nicht. Was macht das? Ach, das kann ich aufladen? Moment. Was passiert, wenn ich da jetzt einen abschieße? Jetzt verstehe ich. Bams. Das ist die Gefrierwaffe quasi. Okay. Ist aber schön. Schön, dass man sie jetzt hat. Also ich hätte da jetzt nicht lang gemusst, aber ich bin einfach lang gegangen. Laufe ich jetzt richtig oder laufe ich falsch? Ich laufe doch gerade in die falsche Richtung. Ja, natürlich laufe ich in die falsche Richtung. Oder? Hier muss ich rein. Genau. Hier muss ich rein. Jetzt ist die Frage... Wer erschreckt mich als nächstes? Wo bin ich hier jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aber die Türen gehen wieder zu, wenn ich Pech habe. Wo komme ich da hin? Ach so, das war die Tür. Okay, ich muss da sogar hin, in die Mitte. Und den Knopf drücken. Wenn jetzt die nächsten hochfahren. Wo komme ich hier hin? Ich wüsste mal gerne... Ah ja, jetzt habe ich mir den Weg hier frei gemacht. Die bleiben auch offen. Das finde ich ja schon mal sehr schön. Wo war denn eigentlich der Speicherpunkt? Habe ich hier schon einen gehabt? Ja, ich habe hier schon einen gehabt. Irgendwo um nirgendwo. Ich habe auch noch gar keinen Schlüssel gesehen. Wow! Ach ja, hier werde ich jetzt die Minigun gekriegt. Cooler Kontrollpunkt. Okay, da komme ich nicht durch. Und ich höre gerade was ganz, ganz Fieses. Okay. Irgendwo? Da ist das Portal. Da bin ich rüber reingekommen. Hier war ich noch nicht. So, der ist weg. Was ist denn das hier für ein Krach? Oh, verdammt. Jetzt habe ich mir gerade Schaden zugefügt.
Oh yeah, Granaten! Oh. Hat sich ja jetzt echt gelohnt. Kommt hier eigentlich auch wieder ein Portal? Boah, was macht denn hier so ein Krach? Okay. Da will ich aber nicht durch. Was? Super. Okay, da wurde gerade einer durchgesägt. Oh nein, auch das noch. Schockwellenwaffe. Feuer. Okay, da kann ich nicht gegen schießen. Das bringt nichts. Oh, was ist da jetzt gerade explodiert? War das die Schockwellenwaffe? Okay. Weißt du, wenn du speicherst. Du triffst mich nicht. Triffst mich nicht. Okay. Munition. Den einen Tech-Pfeil muss ich doch irgendwie gut präzise setzen. Naja, ein bisschen hat es getroffen, aber nicht richtig. Granate. Sind sie tot? Ey, das hat gut gesessen. So viele Gegner auf einen Haufen. Das kann nicht gesund sein. Und die bieben sich ja gleich wieder hin. Pass mal auf. Das ist der normale Fette. Der geht eigentlich immer noch. Wo muss ich denn hin? Da unten ist noch einer. Okay, das hat schon mal funktioniert. Wo bin ich jetzt? Da muss ich doch bestimmt hin, oder? Das ist ein Portal. Los, rein da. Okay, das wirkt ein bisschen wie unsere ersten Level. Nur, dass es diesmal Feuer gibt. Eine ganze Menge Feuer. Ich nehme mal die Pistole zur Hand. So. Und so. Jetzt hier auch nochmal warten. So, weiter, 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 weiter. Na toll, voll durchgelaufen. Durch die Flammen. Hört der auch auf? Ja, er hört auf. Boah, dieses Geräusch hier, ne? Das klingt echt nicht gut. So, als ob es hier irgendwelche Soundprobleme gibt. Es hat sich so oder so früher bei diesen Räumen hier ganz anders angehört. Da war das mehr so irgendwie so. Das hört man einfach nicht mehr. Was, 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 was? Wo um alles in der Welt muss ich denn jetzt hin?